Den Vortrag des Tages 1 auf dem 35C3. Sergey Gordejczyk hat Sicherheitsforschung in mehr als den letzten 14 Jahren betrieben und er ist arbeitet bei einem der größten IT-Security-Konferenz in Osteuropa gearbeitet und auch bei in der Universität in Barcelona und in der SCADA Strangelove Industrial Security Research Team. Und er wird heute darüber reden, wie wir software-definierten Netzwerke absichern können und wie wir dabei unseren Kopf behalten können. Eine warme Runde Applaus für Sergey Gordejczyk oder wie man auch immer ausspricht. Tut mir leid, ich habe das komplett verrunzt. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wir werden damit anfangen, ein paar Erinnerungen wieder aufzurufen. Ich bin sehr geehrt dafür, im 35C3 zu sprechen. Und ich bin Leiter dieses Strangelove-Teams und ich mache eine kurze Einführung. Vielen Dank für unseren Host. Der hat alles gesagt, was hier schon auf der Folie zu sehen sein sollte. Ich möchte noch kurz darüber reden. Ich bin Russe, lebe in Abu Dhabi. Aber ich mache nur Bitcoins. Lass uns über software-definiertes Netzwerk reden. Was ist das überhaupt so generell? Und was ist in diesem speziellen Fall? Nach Gärtner wird es die meisten Cisco und Juniper und Huawei-Geräte ersetzen in den nächsten Jahren. Und es wird alle unsere Netzwerkprobleme lösen, weil es Artificial oder Künstliche Intelligenz drin hat. Und es wird die meisten großen Netzwerkkooperationen werden es benutzen und es wird alles machen inklusive Sicherheit. Und weil es so sicher ist, es zu implementieren in großen in Langstreckennetzwerken und wird auch die Sicherheit zur Sicherheit führen. Aber was ist software-definiertes Netzwerken in Wirklichkeit? Es ist so einfach, wie man es hier auf dem Beispielbild sieht, wenn ihr die Grundregel von Switches hat, es empfängt Pakete und sendet sie weiter nach Routing Tables oder aber software-definiertes Netzwerk ist sehr anders und wenn wir versuchen es zu verstehen, war unsere erste Idee so. Wir sind Hacker, wir wollen mit dem ganzen Zeug gar nichts zu tun haben, aber die einzige Herausforderung, die wir machen, stellen müssen, bevor wir es hacken können, müssen wir es erstmal aktivieren und verstehen, na, wie es im Internet funktioniert. Der Hauptunterschied zwischen traditionellem LAN und WAN ist, im LAN haben wir unterschiedliche Geräte, die unterschiedliche spezielle Aufgaben haben. Switche, Firewalls oder Load Balancers. In SP1-Software-Netzwerken ist irgendein Linux auf irgendeiner Kiste und auf diesen Geräten, auf diesen Betriebssystemen haben wir sehr spezifische Module, also CPEs, die spezifische Netzwerkfunktionalitäten machen. Es kann Firewalls oder Routing sein oder Netzwerkbalancing. Spezifische Geräte werden mit einem großen Server ersetzt und der macht wie mit Magie alles automatisch und in der Cloud. Und SD-WAN haben wir haben einen Datenplan und da werden echt Pakete angeschaut und da wir übersehen, wie Firewalls funktionieren oder ob wir sie weitergeben. Wir haben einen Kontrollplan, der unterschiedliche Geräte managt. Wir haben eine Management-Schicht, die Regeln herausbringt und wir haben eine Orchestrationsplan-Schicht, die wir sie einfach brauchen.
In der technischen Schicht haben wir Hardware-Funktionsvirtualisierung und eine Schicht, die Netzwerkfunktionsvirtualisierungsschichten heißt. Was ist das? Das haben wir eine Schicht, in der unterschiedliche Netzwerkfunktionen, also auf diesem spezifischen Gerät ausgeführt werden können. Also es ist sehr hilfreich für Netzwerkbetreibern, die eine spezifische Kiste haben, und wenn man eine spezielle Funktion, eine Webanwendung, eine Firewall oder eine Sandbox neu hinzugefügt werden soll, dann kann einfach eine weitere Virtualisierung hinzugeschickt werden. Das kann ein KVM-Modul sein oder ein Docker-Modul sein, und dann wird es da ausgeführt und man kann es einfach benutzen. In der Kiste haben wir alle Systeminfrastruktur, die um von einer virtuellen Netzwerkfunktion in die andere die Daten weiterzugeben. Dies hilft uns dabei, Sachen wie Service-Aufbau oder Kettenaufbau das funktionieren. Man kann Sachen auf unterschiedlichen Level, zum Beispiel auf den Geräten oder auch in der Cloud, machen. Content, also Inhalte filtern, was sehr viel Performance verbraucht, kann verteilt werden. Zum Beispiel unten auf dem Branch-Schicht kann man die einfache Sachen wie Antivirus laufen lassen, aber dann auf dem HQ-Level kann man Sandboxen durchführen. Und wenn man ganz spezifische Regeln haben möchte, weil dieser ist problematisch, dann wird das zum HQ weitergeleitet, wo ein spezielles VPN und weitere Anforderungen werden dort analysiert. Aber man kann auch es in der Cloud analysieren, wo einfache Funktionen wie Cloud Threat Intelligence, wo die SDN-Box ein MD5-Hash in die Wolke, in die Cloud sendet und damit es überprüft. Oder man kann einfach alle Dateien in die Cloud weiterleiten, um nochmal sicher zu gehen. Das ist nicht schlecht, und das ist einer der Gründe, weshalb Software-Defined Networking beliebter wird. Und die Militärleute, haben das ausgewählt, weil es billiger ist und bessere Sicherheit hat und andere Vorteile. Sicherheit hört sich für uns sehr gut an, und wir haben beschlossen, es zu hacken. Die meisten von euch haben irgendwelche Ahnung davon, wie man Netzwerkgeräte hackt, also muss irgendwelche komplexen Geräte haben, wie zum Beispiel einen Lötkolben, um einen JTAG-Emulator, um es zu debuggen. Aber in diesen Situationen brauchen wir das Ganze nicht, weil Software-Defined Networking ist nicht ein Gerät, sondern eine virtuelle Maschine. Und das Einzige, was um uns zu hacken, müssen wir auf die Azure oder Amazon Cloud anmelden und dort für 10 Euro oder 10 Dollar im Monat das starten, und dann müssen wir Root auf der Kiste bekommen. Das ist ein sehr schöner Vortrag auf verschiedenen Konferenzen, wie zum Beispiel Zero Nights, wie eine virtuelle Maschine gehackt werden kann. Wir haben eine Checkliste, die wir benutzen. Und denn wenn man eine virtuelle Applikation hat, dann haben wir schon Zugang zu dem System. Wir können ein zusätzliches Dateisystem mounten. Bei anderen Applikationen kann man /etc Shadow finden. Viele Hintertüren können gefunden werden, auch wenn man nur Statusanalyse machen kann. Aber alles beginnt mit Google. Zum Beispiel ein Admin-Passwort für eine von diesen Applikationen zu haben, haben wir einfach GitHub gesucht und haben gefunden, die meisten Skripte zur Automatisierung gefunden haben, und dort wird der Benutzername Administrator und das Passwort Versa123 benutzt, und es ist anscheinend, dass diese Benutzername und Passwort ist kodiert in der Software, weil man kann es nicht einfach ändern. Der nächste Schritt, um jetzt zu routen, ist einfach nach alten Vulnerabilities zu suchen. Zum Beispiel in Silverpeak haben wir gefunden, dass die Leute dort
eine Vulnerability im September gefixt haben, aber im März 2018 funktioniert es immer noch mehr als 3 Jahre später. Und da hilft Google, weil der Google-Fu ist stark in diesem. Grep funktioniert auch sehr gut, um Strings zu finden. Und Grep und Passwort findet man sehr interessante Dateien, wie zum Beispiel festgeschriebene Passwörter in unterschiedlichen Orten und Konfigurationsdateien und Datenbankverbindungsstrings und Systemlogs und in vielen Sachen. Es sind virtuelle Applikationen und irgendjemand hat sie schon gelaufen gehabt, bevor wir sie verbinden. Das heißt, in den Logs sind sehr viele interessante Informationen. In dem Shadow-File in /etc/shadow bei Linux haben wir dieses Passwort gefunden, das mit DES verschlüsselt wurde, was ein relativ unsicheres Verschlüsselungsverfahren ist. Wir können schon gewisse Forensik darauf laufen lassen, weil es ist schon mal gelaufen. Teilweise versucht man, dass das versteckt wird, weil in diesem Fall halt jemand ein Scrub WS-Shell-Skript laufen gelassen, das verschiedene Sachen entfernt. Das heißt, wenn man das recovern kann, dann kann man noch weitere Informationen finden über Admin-Passwörter und so weiter. Und in diesem Passwort kann man dann das Hash finden und dann kann man es raten oder zu Brute-Forcen. Weil Versa 123 häufig benutzt hat, habe ich das auch mal ausprobiert und ja, wir haben es richtig geraten und das war gut, weil wenn man viel mit Sicherheit im Netzwerkteam, Betriebsnetzwerken hat, gibt es da häufig übliche Passwörter. Manchmal ist es ein bisschen komplex, aber in der Regel, wenn man es nicht, das Root-Passwort so einfach gefunden hat, dann ist es eine virtuelle Applikation. Das heißt, man kann es immer noch patchen, also eine virtuelle Maschine. Das heißt, man kann einfach den Hash in etc Shadow austauschen. Man kann ein Boot-Skript hinzufügen. Man kann den Management-Modus konfigurieren. Und man kann einen Management-Modus booten und dann kriegt man eine Root-Shell. Und dann kann man das Sicherheitsassessment durchführen. Eine Sicherheitsassessment-Überprüfung beginnt damit, dass man in einem nicht wissenschaftlichen Weg, wir hacken einfach alles und später haben wir dann ein paar wissenschaftliche Methodiken darauf angewendet und wir haben einen Artikel oder ein Paper darüber geschrieben und wir zeigen die unterschiedlichen Sachen, wie man das hacken soll, um maximale Ergebnisse zu bekommen. Lass uns jetzt erstmal ein paar lustige Hacks und den wissenschaftlichen Ansatz benutzen. Von einem systemadministratischen Ansicht hat ASN haben sie Hardware und ein Betriebssystem, das ist in der Regel ein ganz normales Linux und verschiedene virtuelle Services. Lassen wir uns mal mit dem Betriebssystem anfangen, weil wieder alles ist wir im ganzen Rest des Vortrags gesehen haben über Remote Management Interfaces, funktioniert hier, außer es wurde von Ihnen ausgeschaltet. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ein Betriebssystem war sehr einfach analysiert. Wir haben den Patch-Level auf der Kiste angeschaut und wir können sehen, dass das Patch-Level sehr alt ist. Zum Beispiel die älteste Sache, die wir gefunden haben, war eine OpenSSL-Bibliothek, die war im Mai 2006 veröffentlicht. Das ist für Netzwerkgeräte mit Sicherheitsfunktionen. Aber wir vermuten, dass
diese alte Version verwendet wurde, weil diese alte Version zu alt ist, um die ganzen Heartbleed-Angriffen, um mit Heartbleed-Angriffen angegriffen werden zu können. Die älteste Library in SN, in einem kommerziellen Produkt, war im Siemens Semantic. Und da wurde es, das war eine OpenSSL-Version, die in 2007 veröffentlicht wurde. Also das ist eine echte alte Version. Eine andere Idee über, ist, ob im System sudo ist, und es wird überall verwendet, und inklusive im Shells und Web-Interfaces, und es ist in einer grausamen Art und Weise implementiert. Also alle können alles ausführen ohne Passwort, und einige Skripte können können jeden Befehl als sudo ausführen. Das heißt, wenn man irgendeinen kleine Unsicherheit im Webinterface hat, wie zum Beispiel in dieser Situation, wo eine Befehl-Injection hat, kann man einen Befehl als root ausführen. Das ist wie in den 90ern. Als nächstes nehmen wir das System, was also wir nehmen das System von dem Software Design, sehr viele sind Open Source Komponenten. Fürs Routing, aber fürs Management verwenden wir HTTP mit PHP drumherum. Das ist jetzt HTTP mit für die Webmanagement-Interfaces. Wir finden überall Node.js und JavaScript, weil das cool ist. Aber unten drunter kann man einen hardcoded Mix von Perl, Java und PHP finden. Und das ist über die letzten 10 Jahre entwickelt worden. Und bei dem Node.js verwechseln sie Client und Server. Das ist ziemlich hart zu verstehen, wenn JavaScript auf beiden Seiten ist. Und da gibt es also Slow HTTP Denial of Service Attacken. Und dann geht das Webinterface nicht mehr. Hier sind ein paar Beispiele. Also, was machen die hier alles auf der Client-Seite? Überall gibt es JSON. Und die meisten Webinterfaces schützen sich nicht gegen Cross-Site-Scripting. Und das ist kein Problem. Der eine Hersteller hat einen Produktmanager und der sagt, das ist gar kein Problem. Chrome blockt das. Hier ist ein Beispiel von so einem Cross-Site-Scripting in dieser Appliance. Kann man Cross-Site-Queries verwenden, um ein neues Zertifikat hochzuladen, mit dem sich das Ding gegen das Control-Plane authentisiert. Und der Hersteller hat an dieser Stelle keine Antwort gegeben. Hier ist ein Beispiel von perfekter Authentisierung. Auf der Client-Seite schickt das JavaScript die Frage zum Server und sagt danach, geht zur Request-Seite. Ansonsten gehen wir wieder zurück zur Username-Passwort. Das ist alles Client-Seite, nicht Server-Seite. Hier ist das Beispiel, zweite Beispiel. Der hat versucht, die Authentisierung von der Server-Seite auf die Client-Seite rüberzuziehen. Das ist ja
JavaScript, aber es funktioniert irgendwie nicht im Browser. Und jetzt hat er gefragt, ist der Username das und das Passwort jenes, dann setzt den Status richtig und dann geht's schon. Dann haben wir hier noch was Interessantes und Lustiges. Verschiedene Privilege Escalation Probleme. Wenn ich es also schaffe, irgendwie Zugang zu einer Client Appliance zu kriegen, kann ich versuchen, auf eine andere Client Appliance rüber zu hüpfen. Es gibt eine ganze Menge Open Source Komponenten da drin. Hier zum Beispiel Shell in a Box zu einem Web Interface. Moonin und Solr, das sind System Management Tools. Ich kann zwar keine Verbindung von der Außenseite mit diesem Ding aufbauen, aber wenn ich schon auf dem Localhost bin, dann kann ich auch mich mit dem Localhost verbinden. Und dann funktioniert auch diese Verbindung. Das funktioniert, weil ich auf dieser Appliance viele virtuelle Boxen fahre. Wenn ich also jetzt hier Docker fahre, dann haben diese ganzen Docker-Container eigene IP-Adressen, aber von draußen sind das alles Connections to Localhost. Das heißt, wenn ich auf das Home gehe, dann komme ich an alle dran. Das zeigt uns viele interessante Wege auf, wie man Privilegien eskalieren kann. Ah, jetzt seht ihr meinen Pointer hier. Wenn ich Zugang zu diesem Verkehrsprozessor, Traffic-Prozessor schaffe, dann kann ich versuchen, von dort mich zur Management-Anwendung aufzuspringen und dann kann ich rüberspringen zur nächsten, weil die sich gegenseitig vertrauen. Das heißt also, ich kann meine Privilegien horizontal zu den Nachbarn ausweiten oder ich kann runter zum Betriebssystem gehen und kann versuchen, auf die Management Appliance draufzukommen. Aber es ist richtig langweilig, in so einem großen Menge Code Vulnerabilities zu finden. Und deswegen habe ich hier ein interaktives Code-Analyse-System verwandt. Und der hat uns geholfen, alles Mögliche zu finden. Wir haben also hier eine Apache-Vulnerability gefunden. Das kommt aus 2017. So, die haben es also, beim Get haben sie es in Ordnung gebracht, aber beim Post funktioniert es immer noch. Hier ist die Yoda-Lehre. Was ich hier mache, ist, ich laufe den Pfad drauf. Wenn ich sage, ich hätte gerne den folgenden Anhang und dann kriege ich das raus. Wir zeigen hier die Liste aller Probleme, die wir gefunden haben. Der nächste Schritt ist, zu schauen, wo die Kryptographie falsch angewandt ist. Also das erste ist hier SSL und TLS.
Die schützen die Management-Interfaces zwischen den verschiedenen Boxen. Die haben also sehr viele Dinge unsicher konfiguriert. Die haben keine Forward Secrecy eingeschaltet. Das heißt also, wenn ich das Zertifikat habe, dann kann ich Man in the Middle da drauf fahren. Dann ist es möglich, die alten Cypher Suites zu verwenden. Dort, wo IPsec zur Anwendung kommt, haben wir in den häufig gefunden, dass die ganz komisch die Zertifikate auswählen oder dass sie einfach hart gecodet sind. Jetzt kommt was, was wir bald publizieren werden. Das kommt von Citrix NetScaler. Die nutzen ein Protokoll namens Master Control Node. Und das hat einen Orchestrationsplan, einen Kontrollplan. Ach, das ist eine Karte, Orchestration-Karte. Und da gibt es Zertifikate drauf. Die wohnen hier in diesem Pfad, Home Talarius Zertifikate. Und der Benutzer www.data kann voll auf diese Zertifikate zugreifen. Und wir haben dort auf allen SD-WAN Appliances das gleiche Schlüsselpaar gefunden. Das heißt also, alle in der Welt schützen ihre Kommunikation mit dem gleichen Schlüsselpaar. Wenn man das also kennt, man kann es ja einfach aus dem Filesystem rausholen. Dann kann man den Traffic mitschneiden, dann kann man Man in the Middle machen. Und wenn die irgendwelche Web-Anwendungsprobleme haben, dann kann man auch auf die zugreifen. Wir haben interessante Sachen gefunden. Wir haben Denial-of-Service-Attacken gefunden, und zwar Suricata, was in der SD1-Appliance genutzt wird. Und das ist verletzlich zu diesem Regular Expression Denial-of-Service. Wenn man da bestimmte Strings hinschickt, dann braucht das extrem lange. Das ist in Suricata in Ordnung gebracht worden, aber leider nutzen die eine alte Version. Und wenn man jetzt Fuzzing macht, dann hat man auch viel Spaß. Jetzt kann man hergehen und kann Reverse Engineering machen. Wir haben also keine Lizenz dazu gehabt. Aber es scheint so, als ob die Ingenieure Star Wars mögen und Marvel hassen. So, jetzt hier ist hier mal eine Zusammenfassung von den Problemen, die wir hier alle gefunden haben. Grün ist für den Vendor gut, für den Hersteller gut und für uns schlecht. Rot ist, wo wir was gefunden haben. Das Rote sind alte Komponenten oder falsche Benutzung. Also wenn man irgendeine SD1 auswählt, dann. So, jetzt bieten die ja so an, dass es Zero Touch ausrollen.
Wenn ich also jetzt irgendwo eine Außenstelle habe, dann brauche ich nur dieses Gerät dahin. Ich muss die Kennung von dem Ding kennen und ich muss es dahin schicken. Das verbindet sich mit dem Cloud-Server, mit dem Internet. Und hier ist das Citrix-Beispiel. Wir haben es also in die Außenstelle geschickt. Und das hat mit den Nachbar-Appliances eine Verbindung aufgebaut. Das geht zur Cloud, zeigt seine ID. Und ich kann jetzt also von zentraler Stelle aus das managen. Aus der Sicherheitsperspektive sieht das furchtbar aus. Der Cloud Security Server, der sollte eigentlich freundlich sein, aber ein Angreifer ist es halt nicht. Wenn also da irgendwo Schwachstellen im Management Server sind, dann kann ich alle Geräte, die von diesem Server betreut werden, kontrollieren. Wir haben uns den mal ein bisschen aus der Security-Sicht angeschaut. Und die haben also genug Probleme. Hier sieht man da den Cloud-Server, mit dem sich alle Netzwerkgeräte verbinden. Die haben aber auch Probleme in den Distributions gefunden. Viele von diesen Dingern können als eine Cloud-Appliance aktiviert werden. Und wir haben gefunden, dass die meisten Default-Images alte Implementierungen sind, die bekannte Fehlerstellen haben, Vulnerabilities haben. Das erinnert mich an eine Geschichte. Ihr kennt Code Red und KIDA, die Würmer. Und da hat man also Windows 2000 mit IIS installiert. Und wenn man den mit dem Internet verbindet, um die Patches runterzuladen, dann ist man schon infiziert. Das hier sieht so ähnlich aus. Aber es ist viel schlimmer. Weil es ein Sicherheitsnetzwerk-Device ist, was mein ganzes Netzwerk kontrollieren soll. Also hier sind meine Statistiken. Also keiner von den Herstellern hat aktuelle Versionen, entweder bei Amazon oder im Internet. Aber es ist auch sehr interessant, wenn wir uns die Geschichte aus Sicherheitsforschern versuchen wir immer nach der Responsible Disclosure, also nach Responsible Disclosure veröffentlichen, habt einige Wender auch gefunden haben, dass es die Leute, die das einsetzen, auch kommuniziert bekommen, wenn da Sicherheitslücken kommen. Und sie müssten auch irgendein Incident-Response-Team haben. Aber als wir versucht haben, unsere Unsicherheiten dort hinzuschicken zum Verkäufer, haben wir keine E-Mail-Adresse von diesem Incident-Response-Team gefunden. Da
Das heißt, sie scheint nicht zu existieren. Wir haben versucht, es bei Google zu finden, keinen Erfolg. Wir haben Leute gefunden, die ähnliche Forschung zuvor gemacht haben und wir haben einen super Weg gefunden, sendet eine E-Mail zum CEO der Firma, also technischen Leiter der Firma. Ich habe leider die E-Mail-Adresse von ihm nicht gefunden, aber ich habe den Typen auf LinkedIn gefunden und er hat innerhalb von ein paar Minuten geantwortet und hat den Kontakt hergestellt. Das heißt, wenn ihr SDN-Sicherheiten Sicherheiten findet, schickt ihr es am besten direkt an den CEO, Wir haben hier unterschiedliche, diese Tabelle mit unterschiedlichen Arten, wie sie mit Wissenschaftlern oder Forschern kommunizieren. Cisco und Citrix haben offensichtlich, waren nicht so schlecht, aber die ganzen anderen waren Anfänger. Das ist meine Lieblings-E-Mail von dem einen Verkäufer, oder als wir ihm gefragt haben, fragen Sie uns, warum wir diese E-Mail über Gmail senden. Haben wir eine offizielle Idee? Wollen Sie einen Ausweis haben von uns? Dieser die Frage ist, Sie scheinen Angst haben, dass wir dass Sie keinen Internetzugang haben. Also, um zu verstehen, wie das funktioniert mit SDN, haben wir eine Reihe von Skripten erstellt, die auf den unterschiedlichen Suchengines und wie Shodan oder Google funktionieren und haben auch Nmap versucht und Lua-Scripting benutzt, um verschiedene Software-Defined Networking Solutions zu finden, und wir haben ein Paper veröffentlicht und haben da aufgelistet, welche existieren und wo sie existieren, und wir haben diese wunderschöne Karte generiert, wenn man auf dem Cross Communication Congress veröffentlichen kann, weil und was wir herausgefunden haben ist, es sind gar nicht so viele SDN Geräte im Internet, ungefähr 3000 Management Interfaces, die bekannte Vulnerabilities beinhalten, die man schnell und einfach finden kann. Und außerdem haben wir ein paar Vulnerability Assessment Werkzeug geschrieben, die uns dabei helfen, bekannte Vulnerabilities in Software-Defined Networking Geräten zu finden, wie zum Beispiel OpenSSH, SSH Patch Level, also wie ein paar bekannte Unsicherheiten von 2014 und 2016. Das ist alles Open Source, ihr könnt es auf GitHub finden. Wir haben zwei Versionen. Das eine ist die SDN Harvester, also das Ernter der Google Shodan und in Internet-Census benutzt, um über das im gesamten Internet Sachen zu finden. Und außerdem SDN Infiltrator. Das ist der ist eine Reihe von Nmap-Scripts, und das kann man im Penetrationstest benutzen. Das heißt, man muss gar nicht mit dem im Internet sein. Man kann einfach es in dem Netzwerk ausführen. Wenn wir diese Forschung durchgeführt haben, haben wir auch einen interessanten Artikel gefunden über das Dark Web Markt, wo die schlechten Menschen Benutzername und Passwörter zu unterschiedlichen Netzwerk-Appliances verkaufen. Enterprise-Level-Netzwerk-Appliances. Und ein paar IP-Adressen, die wir in unseres Assessments gefunden haben, in dieser Liste. Und wir vermuten, dass es keine Situation gibt wie Glück. Wir wissen jetzt, warum sie so einfach gehackt werden können, und außerdem
sind die Standardpasswörter, die fest darin einprogrammiert sind und teilweise werden sie nie geändert und sie wurden hier benutzt. Wir haben versucht, Verkäufer zu finden, Hersteller zu finden und gesagt, hey, vielleicht ist eine schlechte Idee, so Standard Passwörter zu verwenden und öffentliche und Sachen, die einen Leserschreibzugriff haben bei SNMP. Aber die sagen, SNMP ist aus. Aber wenn wir kurz nachgeschaut haben über Shodan, gibt es mehr als 200 Software-Defined Networking-Geräte, die SN1, diesen Zugang geöffnet haben mit dem Standardpasswort. Wir haben eine Reihe von Werkzeugen, die wir auf unserem GitHub veröffentlichen. Und wenn ihr was findet, könnt ihr das auch hinzufügen. Viele Sachen müssen noch gemacht werden. Wir brauchen neue Fingerprints, also Fingerabdrücke für neue Software-Defined Networking-Geräte. Und außerdem brauchen wir das ist noch eine spezielle CCC-Veröffentlichung. Wir werden Metasploit-Module für SPNs veröffentlichen. Wir haben öffentliche Angriffsmethodik-Beschreibungen. Und ja, zum Schluss. Von mir aus, wie funktioniert das? Irgendjemand hat diese tolle Idee, lasst uns ein SDN schreiben, weil wir glauben, das wird super sein, künstliche Intelligenz in der Cloud auszuführen. Das heißt, wir laden viele Open-Source-Produkte herunter, packen sie zusammen und nach einer Zeit verkaufen wir das als SDN. SDN ist eine ganze Sammlung von quellenoffenen Geräten, das ist gut, das ist nicht schlecht, aber man muss sich trotzdem darum kümmern und man muss Patches installieren, man muss auch richtig konfigurieren, man muss es aufrechterhalten und diese komplexen Produkte haben Probleme mit Patches, haben häufig viele Management-Interfaces, die Maschinen-Interfaces oder Mensch-Maschinen-Interfaces und es gibt viele hart codierte Passwörter und Zertifikate und ja, es gibt viele Probleme mit Patches und Responsible Disclosure und das in der Cloud. Das heißt, wenn ihr SDNs benutzen wollt, versucht es zu hacken. Oder ihr werdet einfach scheitern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte einen großen Applaus geben zu dem ganzen Team. Dennis, Maxim, Nikolai, Nikita, Alec und Anthony, die meiste Arbeit gemacht haben. Ich bin nur der Redner dieser Gruppe. Vielen Dank. Applaus für Sergei und his team. Willst du was? Du machst die Antworten. Wir haben jetzt noch 14 Minuten für Antworten. Also wenn ihr irgendwelche, ihr kennt die Regeln, bitte geht zu den Mikrofonen, um die Fragen zu stellen. Irgendwelche Fragen. Ja, neben Standardangriffen, die jeder Linux haben kann bei Webinterfaces und SSH, habt ihr irgendwelche spezifischen Sicherheitsprobleme angeschaut, also Enkapsulationen von Tunneln oder sowas? Es gibt keine Technologie wie SD-WAN. Es werden Protokollen, die von verschiedenen Herstellern wieder benutzt. Aber in SD-WAN macht jeder das selbst. Das Citrix-Management-Protokoll. Wir haben tatsächlich was gemacht, das haben wir aber noch nicht publiziert. Wir haben die Virtualisierung angeschaut. Das ist sehr interessant.
wenn ich ein Problem in irgendeiner von den virtuellen Funktionen habe, dann kann ich damit auf die anderen Maschinen kommen. Aber das Problem ist, dass es keinen Standard gibt. Unterschiedliche Hersteller machen VNF in unterschiedlichen Arten. Ihr sagt, weil jeder seinen eigenen Code schreibt, wird es viele Bugs sein, zu finden sein. Ja, das sieht so aus. Es reicht nicht, das dadurch zu schicken, sondern man muss das schon hacken und anschauen. Meine Frage ist einfach, wie ist es mit Juniper, deren Software-Defined Networking? Das wissen wir noch nicht. Ich freue mich, das näher anzuschauen, wenn da ein gutes Ergebnis kommt. Thanks for the talk. You mentioned a lot of these virtual machines were like running in a hardened Linux or something. Viele von den Geräten hatten ein gehärtetes Linux. Welches benutzen Sie und welchen Patch-Level haben Sie? Sind Sie immer noch 2.6 oder irgendwas Neueres? Also nicht immer 2.6. Das war das schlimmste Beispiel. Einige sind neuer. Für die Netzwerkfunktion Virtualisierung. Die haben VNF runtergeladen und ein paar Skripte runtergeladen, ein bisschen die Konfiguration geändert, um das VNF zu nennen. Andere haben neuere Versionen verwandt. Und das Härten des Linux-Kernels, wie wurde das durchgeführt? In den meisten Fällen ist da nichts irgendwie gesichert worden. Noch eine Frage. Habt ihr noch in Cisco Molarchy euch näher angeschaut? Nein. Lass mich die Liste finden. So, da haben wir VIP-Taylor bei Cisco angeschaut. Vielleicht hast du. Habt ihr die Frage aus den 90ern, dass die 90er ihre fest einprogrammierten Passwörter wieder haben wollen? Ja, ich weiß nicht genau. Wir haben noch ein paar Minuten übrig, aber wenn es keine Fragen mehr gibt, dann also bitte ich hier um einen Applaus für Sergei und sein Team.